Hallo und Servus auf meinem Kanal. Ich bin ja relativ neu bei der Groom, aber bei der Forza bin ich alt und bei anderen, ich schraube schon Ewigkeiten. Und das Erste, was ich mitunter, wie die schönen Maxis, wie ihr seht, an meiner Groom jetzt gemacht habe, ist die Radlager zu tauschen. Und ich habe da mal irgendwo im Forum eine Diskussion gelesen, ob sich das wirklich lohnt. Vorher hat sich das Rad nicht mal geschafft, eine Umdrehung zu drehen. Jetzt schaut euch das mal an. Ich habe das angetippt. Also wirklich so. Ganz sanft. Ist das krass? Dieses Geräusch müsst ihr euch nicht wundern. Das sind die Pins, die hier oben drauf sind. Die schleifen innen drin. Aber das ist mal übelst krass, oder? Das dreht sich jetzt einen Wolf. Ich habe das vorhin mal zu stark angeschubst. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Das ist der Hammer. Also wenn mich mal einer fragt, ob es sich lohnt, die Radlager in der Groom zu tauschen, die alten Radlager sind eine Katastrophe. Schaut euch das mal an. Ist das übel? Warte, die alten Radlager habe ich hier rumliegen. Die müsst ihr euch mal anschauen. Die sind auch nur einseitig gedichtet. Meine Groom ist 2015, hat jetzt so 20.000 Kilometer runter und ihr seht ja schon an diesem schönen Rotbraun, was das wohl sein kann. Ich schätze mal, die rosten noch innen drin. So. Und da. Ach so, das aus dem Dings. Ich weiß nicht, wie das heißt, aus dem Ketten-Dingsbums da, aus dem Kettenzahnradhalter. Das ist beidseitig gedichtet, aber die anderen sind alle offen und haben alle eine wunderschöne Farbe. Genau, wenn wir schon am Quatschen sind, wie habe ich die rausbekommen? Ganz einfach. Ich habe die komplette Felge mit dem Heißluftföhn heiß gemacht und habe das mit so einem Infrarotmessgerät, wo habe ich es hingeschmissen? Da. Mit so einem Infrarotmessgerät geschaut, bis die Felge so ungefähr 70 Grad hatte. Also in dem Bereich, wo dann das Kugellager hinkommt, habe ich gemessen, bis das ungefähr 70 Grad hatte. Die neuen Kugellager hatte ich im Gefrierfach liegen, 20 Minuten ungefähr, und habe sie damit rausgenommen in der Tüte in so einem Kaltteil, wie auch mal die Dinger heißen, damit die kühl bleiben, und habe dann sofort das kalte Kugellager auf die in die keine Ahnung, wie die Buchse heißt, in die Buchse gelegt und die wiederum das Kugellager dann eingeschlagen mit einer passenden Nuss. Also Nuss drauf, Hammer, zack, zack, rein. Und das so weit, bis das Ganze gepasst hat, und das ging wunderbar. Raus, raus habe ich das eigentlich auch ganz einfach bekommen mit so einem Innenabziehersatz mit Gleithammer, genau, mit so einem Gleithammer. Das ist so ein Teil, das schmeißt hin und her. So sieht das ganze Ding kaputt aus. Das hat es dann beim letzten Kugellager zerrissen, weil ich hab das ganz vorsichtig angezogen mit einem Schlagschraubendreher. Ich war da etwas zu faul und das hat es dann zerrissen beim letzten Mal. Was aber egal ist, das Ding kostet, ich glaube, 20 Euro. Ist mir relativ wurscht. Es ist halt unbillig gefummelt. Auf jeden Fall hat das genau bis zum letzten Radlager gehalten und es hat vollkommen gereicht. Also, wie habe ich das rausbekommen? Ich habe auch die Felge heiß gemacht. Hab auf den mittleren Kern, wenn es jetzt das Kugellager ist, habe die Felge heiß gemacht. Schön heiß, heiß, heiß. Hab immer gemessen, bis sie ungefähr 70 Grad hatte. Und habe hier oben noch eine Nuss drauf gestellt, dass das Lager nicht zu heiß wird. Dass das Lager schon mal durch die Nuss passiv gekühlt wird. Und als die Felge ungefähr ihre 70 Grad hatte, also was heißt die Felge? Hier der Rand außenrum, der soll sich ja weiten. Als sie 70 Grad hatte, habe ich das Kugellager mit Kältespray eine Zeit lang eingesprüht, also das alte Kugellager, als ich rauskriegen wollte, eine Zeit lang mit Kältespray eingesprüht, bis es ungefähr auf 20 Grad runter war. So, und dann, wie gesagt, das Ding reingedreht. Eigentlich steckt ihr den Teil rein, so rum erkennt man ungefähr, was die machen. Man steckt den so rum rein, dreht das hier rein und dann spreizt das und hält dieses Kugellager und wird hier am Gleithammer verschraubt. Und dieser Gleithammer, das ist eigentlich nur ein Gewicht, was nach hinten geschoben werden kann. So kann es euch mal zeigen. Und das haut dann, beziehungsweise zieht dann wortwörtlich das Kugellager raus. Das ging eigentlich einfach. Es ist nur eine, ja, ist eine fummelige Angelegenheit. Man muss halt Bock drauf haben. Also insgesamt hat der ganze Umbau, ich muss hinten noch einspannen, hat der ganze Umbau jetzt, keine Ahnung, 2 Stunden mit zwei Becks und zwischendrin zwei Brote essen, vielleicht auch 2,5 Stunden gedauert. Aber ihr seht da deutlich, das lohnt sich. Wenn man so wenig Motorleistung hat,
dann lohnt es sich schon, das kleinste bisschen mehr Leistung rauszuholen. Und wenn dann natürlich vorne die ganze Zeit und hinten die ganze Zeit die Bremse wortwörtlich angezogen ist durch die schlecht laufenden Lager, das bremst die Kiste natürlich extrem. Ich wollte das Video eigentlich nur machen, weil ich jetzt so überrascht war, wie krass leicht das läuft. Das ist immer mega geil. Cool, ja. Ich freue mich schon, das erste Mal so fahren zu können. Ich habe die Groom gekauft und seitdem steht sie eigentlich bei mir rum und ja, ich bastel mich von vorne nach hinten durch. Ihr habt ja schon gelesen, mein letztes Problem war die Kette. Mein letztes Problem war die Kette. Ich habe zwar eine Offroad-Kette bestellt und habe die alte Kette, die ist noch hier im Öl. Ich lasse trotzdem mal einwirken, weil ich will trotzdem riskieren, mit der eine Runde zu drehen. Die ist ja schnell hoch und runter gemacht. Und die ist ja super sauber jetzt. Ich werde es trotzdem riskieren, mal eine Runde mit der zu fahren. Ich möchte einfach mal wissen, wie die Reifen sich fahren. Voll geil. Ich freue mich schon so auf die Stollen. Ja, also ich wollte euch nur zeigen, was es denn bringt, diese Lager auszutauschen. Bevor ich es vergesse, hinten habe ich jetzt auch eingebaut. Da ist natürlich genau das Gleiche. Pass auf. Geil, oder? Auch ein gutes Beispiel, wie leicht jetzt das Hinterrad sich dreht. Ist das krass, oder? Und das hört gar nicht mehr auf. Das ist so heftig, wenn du das jetzt anschubst. Das dreht sich einfach ein Ast. Ihr seht, die Bremse schleift nicht. Das muss man natürlich auch bedenken. Die Bremse schleift nicht. Und die Kette hängt natürlich noch nicht dran. Das sind jetzt wirklich rein die Lager. Und das ist schon echt brutal. Ich hätte echt vorher zeigen müssen. Vorne und hinten hatte ich bei mir vorher keine einzige Umdrehung geschafft. Also es war wirklich heftig. Ja, nur mal so. Ich glaube, es gibt noch kein YouTube-Video und wenn ich sowieso einen Kanal habe, ich schneide das gleich mal zusammen und knall das mal ins Forum unten rein. Zu meinem Kanal. Der Kanal handelt eigentlich hauptsächlich um den Forza, den kann ich euch nicht zeigen, draußen ist stockduster. Den kann ich euch nicht zeigen. Mein Kanal geht hauptsächlich um den Honda Forza. Das ist so ein fetter, großer, extrem chilliger Tourenroller, würde ich ihn schimpfen. Und weiß nicht, ob ich mal was von der Groom bringe. Eigentlich wollte ich es, aber wenn ich schon wieder sehe, was ich jetzt in der letzten Zeit an der geschraubt habe, dann irgendwann kommst du nicht mehr hinterher mit dem Schneiden. Ich habe schon mit dem Forza ständig Rückstand mit Videos. Ich habe schon so viel vorzumachen. Und mit der Groom, wenn ich die noch anfangen würde, ich würde nicht fertig werden. Das soll so, wahrscheinlich bleibt die so mein kleines Hobby. Mal gucken, vielleicht habe ich auch irgendwann Bock drauf. Dann wäre das eins der ersten Videos. So, macht's gut. Ciao.